Gebäude können spannende Geschichten erzählen, von dunklen Epochen, von glorreichen Zeiten und vielleicht besonders wichtig, von eben den Menschen, von denen sonst keine Chronik berichtet. In dieser Serie wollen wir uns einige der bedeutendsten Gebäude unserer Region einmal ein bisschen genauer anschauen und versuchen, ob wir ihre Mauern zum Sprechen bringen können. Servus, alle zusammen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Sprechenden Mauern. Heute wollen wir uns einmal wieder mit einer Industrie auseinandersetzen. Und zwar mit einer, ohne die es tatsächlich keinerlei Mauern gäbe. Und zwar geht es um die Granitindustrie rund um den Waldstein und natürlich auch im Fichtelgebirge. Wir wissen, dass bereits im Mittelalter lokale Baustoffe verwendet worden sind. und es macht natürlich auch absolut Sinn. An der Ostburg am Waldstein, mit dem wir uns ja auch schon mal auseinandergesetzt haben, konnte wir beispielsweise nachweisen, dass dort nur Granit vom Waldstein verbaut wurde. Und warum? Weil im Mittelalter die Räume ganz einfach sehr viel kleiner waren als heutzutage. Was bedeutet, dass die Leute jetzt nicht auf der ganzen Welt noch den günstigsten Rohstoff oder Baustoff sich umschauen konnten, sondern dass sie eben einfach das benutzt haben, was jeweils vor Ort gewesen ist. Insofern kann man davon ausgehen, dass es eigentlich bereits seit der frühesten Besiedlung unserer Region eben am Ende auch schon den Abbau von Granit und von anderen Baustoffen gegeben haben muss. Zu Beginn fand es dann immer handwerklich statt, was bedeutet eben, dass es Steinbrüche gab, in denen dann eben die Menschen sich jedenfalls zu Beginn das, was sie gebraucht haben, einfach abgebaut haben. Später hat sich dann daraus eben auch das Handwerk der Steinhauer entwickelt. Also eine Art von Spezialisierung eben wiederum, die man ja im Mittelalter ganz häufig sehen, dass eben die Leute haben, nicht mehr alles selber zu machen, sondern dass es fortan eben einige Menschen gab, die sich jetzt auf einen besonderen Handwerkszweig fokussiert haben. Das war in der Weberei so, das war in der Färberei so, natürlich dann eben auch beim Steinhauergewerbe. Teilweise ist es sogar entsprechend zünftisch organisiert gewesen, wodurch man dann auch sagen kann, dass es eine Art von Protoindustrie geworden ist. Und das führt jetzt schon hin zu unserem nächsten großen Schritt. Ihr könnt euch vorstellen, dass insbesondere im 19. Jahrhundert immer mehr Baustoffe benötigt wurden, einfach deswegen, weil immer mehr gebaut wurde. Gerade dann eben in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, als die großen Fabriken aus dem Boden schossen, brauchte man Baustoffe wie beispielsweise Granit oder eben dann auch mittlerweile als Alternative sehr häufig verwendet Backstein oder Klinker. Und das führt eben dazu, dass man im 19. Jahrhundert damit begonnen hat, dieses Handwerk des Steinabbaus am Ende, wo immer möglich, zu mechanisieren. Das ist also genau das gleiche Vorgehen wie auch das, was wir uns schon mal bei der Textilproduktion angeschaut haben. Man beginnt damit langsam aber sicher immer mehr Maschinen einzusetzen. Trotzdem war der Abbau des Granits selber noch bis ins 20. Jahrhundert hinein ganz oft Handarbeit. Da gibt es beispielsweise einen tollen Film von meinen Freunden aus dem Schausteinbruch Häuselow bei Selb. Da kann man eben drauf sehen, wie noch in den 1960er, 70er Jahren mit Hilfe von ganz rudimentärer Technik, da hat man also kleine Eisenkeile reingetrieben quasi in den Stein, die Spannungen innerhalb des Granits benutzt worden sind, um am Ende einen Block abzusprengen. Genau dieses Wissen, einen Stein zu lesen, so wie es damals eben der Herr Pauker gemacht hat, den wir auf dem Video gesehen haben, das ist mittlerweile ganz oft in Vergessenheit geraten. Denn wir sprengen halt dort, wo wir die Klötze brauchen. Ja, wir gehen also nicht mehr vom Stein aus, sondern wir übertragen unsere zukünftige Nutzung auf den Felsen. Damals musste man aber eben einfach, um die Kraft zu sparen, von dem ausgehen, was der Stein einem angeboten hat. Das sagen jedenfalls die alten Steinhauer dazu. Und das hat man eben noch bis in die 1960er, 70er Jahre gemacht. Heutzutage sprengt man halt dann einfach. Das ist dann ein Stück weit weniger auch körperlich anstrengend, aber dadurch hat man halt ganz oft sehr viel mehr Abraum, weil eben beim Sprengen der Stein natürlich auch ein Stück weit zersprengt werden kann. Bei diesem händischen Abbau in das da auseinander, wo eben die Spannungen im Stein verlaufen. Das heißt, die Blöcke waren dann meistens ein Stück weit Gerade bzw. eben sind sie ohne entsprechenden Abraum aus dem Felsen herausgehauen worden. Wir wollen uns jetzt einmal mit einem Herrn beschäftigen, dessen Schicksal und dessen Wirken ganz besonders eng mit dieser Granitindustrie verbunden ist, und zwar mit Erhard Ackermann. Der ist am 8. August 1813 in Weisenstadt geboren, hat anschließend erst einmal eine Ausbildung zum Maurer gemacht und ist auf der Walz schon immer mal wieder mit polierten Marmorteilen in Kontakt gekommen. Und so hat er sich am Ende überlegt, ob denn nicht diese Art der Steinveredelung, dabei oder darum ging es ihm, auch bei Granit möglich sein könnte. Er hat sich daraufhin im Fichtelgebirge nach der Walz wieder ansässig gemacht, hat 1840 auch einen ersten kleinen Handwerksbetrieb in Weißenstadt gegründet und hat experimentiert. Das Besondere bei Ackermann ist jetzt, dass er eben einer war, der Granit weiterverarbeitet hat. Ja, es gab also einerseits eben immer noch diejenigen, die abgebaut haben, die Steinhauer. Aber es hat sich jetzt eben mehr und mehr auch in diese weiterverarbeitende Richtung etabliert. Insofern ging die Spezialisierung der Industrie eigentlich von hinten los. Man hat also versucht, jetzt ein Produkt herzustellen und hat dann eben an diese Produktionsstätten, die Abbaustätten angeschlossen. Dadurch wurden die handwerklichen Steinbrüche jetzt eben von diesen frühen Betrieben, auch Ackermann hat später ein Unternehmen daraus gemacht, übernommen. Das Problem war, dass natürlich Granit ganz anders auch von der Struktur her sehr viel härter ist als Marmor. Man konnte also den nicht einfach so veredeln wie jetzt beispielsweise Marmor aus Carrara und deswegen musste der Ackermann erstmal experimentieren. Er hat am Ende mehrere Patente eingereicht und hat sehr viel Geld investieren müssen, das er, kurz am Rande erwähnt, unter anderem als Bauhandwerker beim Bau der schiefen Ebene verdient hat. Also er hat tatsächlich auch beim Bau dieser monumentalen Eisenbahnstruktur mitgeholfen und hat dann eben das Geld reinvestiert in seine Idee. Und dadurch ist es ihm am Ende gelungen, ein Poliermittel, ein Politurmittel herzustellen, zugleich dann eben auch eigene Maschinen zu entwickeln, mit denen es gelungen ist, Granit so fein zu polieren, dass er am Ende wirklich eine Oberflächenstruktur aufwies, die mit dem Marmor vergleichbar war. Und dabei natürlich günstiger gewesen ist als der Marmor als Rohstoff. Ackermann hatte damit also etwas geschaffen, was auf der ganzen Welt vor ihm noch niemandem gelungen war. Und jetzt musste er überlegen, wie er diese neue Idee, dieses neue Produkt am besten an den Mann bringen konnte. Und dabei kommt jetzt zum Tragen, dass er nicht allein ein genialer Tüftler war, sondern eben auch ein sehr findiger Geschäftsmann. Er hat nämlich kleine Plättchen hergestellt aus Granit, hat die entsprechend poliert und ist dann mit diesen Plättchen rumgereist als eine Art von Vertreter für seine eigenen Produkte. Und so konnte er jetzt die Menschen eben auch davon überzeugen, dass seine Granitstücke genau die gleiche Oberflächentextur aufweisen, genauso schön fein und glatt sind wie eben auch der Marmor, wodurch ihr Final sogar den bayerischen Regenten Ludwig I. von seinen Produkten überzeugen konnte. Der hat damals, Anfang der 1840er Jahre, den Plan gehabt, bei Kelheim eine Befreiungshalle zu bauen, ein gigantisches Denkmal, und wollte dafür Säulen haben, die entsprechend eben dieses Bauwerk stützen und tragen sollten. Und da kam jetzt der Ackermann auf den Trichter. Er ja, ist hingegangen zum König und hat am Ende ihm vorgeschlagen, diese Säulen doch vielleicht aus Granit herzustellen. Die Schwierigkeit dabei war, dass Säulen bis dahin eigentlich immer in Stücken gebaut worden sind. Das könnt ihr euch einmal in Griechenland anschauen oder auch in Rom, ja? wenn man dahin geht. Diese Säulen der Antike, die sind immer aus einzelnen Trommeln gefertigt worden, die dann eben aufeinandergesetzt wurden. Ackermann hat jetzt die Idee gehabt, die Säule aus dem Stein herauszudrehen. Das könnt ihr euch vorstellen wie eine gigantische Drechselbank, die er entwickelt hat. Ne? Er hat also wirklich mit riesigen Apparaturen die Säulen am Stück gefertigt. Und das Besondere war, Ludwig brauchte über 70 Stück von ihm innerhalb kürzester Zeit, damit diese Befreiungshalle gebaut werden konnte. Und Ackermann konnte liefern. Allein die Probleme sich vorzustellen, diese Säulen aus Weißenstadt, aus dem Fichtelgebirge bis nach Kelheim zu bringen, das muss ein gigantischer logistischer Aufwand gewesen sein. Aber der Erhard hat es geschafft. Und das war jetzt für ihn eigentlich auch der Durchbruch. Ne? Daraufhin hatte er durch Ludwig I. natürlich mit das Beste an Kundschaft, was er äh, überhaupt bekommen konnte, und konnte jetzt damit anfangen, seinen Betrieb immer weiter auszubauen. 1867. Hat er dann eine erste große Fabrik entlang der Eger bauen können? Das ist die, deren traurige Reste bis heute noch im Weißenstädter Kurpark zu sehen sind. Wenn du dort also mal vorbeilaufst, dann könnt ihr euch eben zum einen vorne noch das alte Gebäude angucken und auf der anderen Seite hinten, wo früher die Werkshallen waren, da stehen noch die gigantischen Fundamente für diese riesigen Maschinen, für die Schleif- und Politurmaschinen, die der Ackermann damals erfunden hat. In der damaligen Zeit arbeiteten bei ihm 176 Menschen. Das ist gigantisch, ja, das ist wirklich gigantisch. Und damit hat er eben aus seinem wiederum als Handwerksbetrieb begonnenen Unternehmen mittlerweile eine Art von Konzern sogar schon machen können. Er lieferte in alle Welt. Ja. Steine aus dem Fichtelgebirge gingen dann in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts nach Brasilien, nach Südamerika. Sogar die Grundmauern bzw. die Fundamente, die Säulen unten dran im deutschen Reichstagsgebäude stammen aus dem Fichtelgebirge. Wir waren damals in gewisser Hinsicht... Eine Art von Zentrum der weltweiten Granitproduktion und Veredelung. Natürlich war der Ackermann nicht der Einzige, der in diese Richtung geplant hat. In den 18 oder 90er Jahren hat das Schwarzenbacher Unternehmen Künzel und Schädler einen Steinbruch am Waldstein übernommen und kurze Zeit später unten am Fuße des Waldsteins in Rheinersreuth ein eigenes Granitwerk aufgebaut, das eben unter der wirklich sehr umsichtigen Führung Dr. Erwin Gollers, der selber Geologe gewesen ist, ebenfalls zu einem Großunternehmen anwachsen konnte heutzutage leider nicht mehr existent, aber wenigstens die Werkshallen und die umgebenden Arbeiterwohnhäuser stehen noch und werden zwischenzeitlich eben auch wieder von einem Unternehmen benutzt. Wir haben uns im Rahmen der Reinersreuter Drahtseilbahn schon mal ein bisschen genauer damit auseinandergesetzt. Ich verlinke euch das Video oben mal. Da haben wir uns ja vor Ort auf eine kleine Spurensuche gemacht und haben eben auch die Trasse dieses Unikums im Fichtelgebirge gefunden. Aber kommen wir jetzt zurück zu Ackermann. Er hat 1873 dann sogar an der Weltausstellung teilnehmen können und das war der Beginn eines gigantischen Erfolges. Ja. Es gibt beispielsweise 1896 auch eine Landesgewerbe- und Industrieausstellung in Nürnberg, von der ich einen wunderbaren Katalog vor einiger Zeit erwerben konnte und in dem er eben sehen kann, wie stark damals auch die Granit- und Steinproduktion im Fichtelgebirge war. Denn in diesem Katalog sind alle damals existenten Firmen, die bei dieser Ausstellung mitgemacht haben, aufgelistet. Und ganz besonders spannend, man sieht eben auch, welche Schaustücke die ausgestellt haben. Das müsst ihr euch so vorstellen, diese Ausstellungen, die waren damals wie Messen heutzutage. Da gab es also teilweise richtige Stadtteile, die entstanden sind, große Pavillons, Messehallen. Und da wollte man jetzt natürlich die Kunden von dem überzeugen, was man konnte. Insofern hat jetzt auch die Granitindustrie da mitgemacht und hat riesige Schaustücke, Säulen, ganze Torbügen dorthin gestellt, um einfach zu zeigen, wenn ihr was in diese Richtung braucht, dann kommt zu uns ins Wichtelgebirge. Ja, da war also auch wieder dieser Unternehmerstolz in gewisser Hinsicht sehr stark spürbar, der gerade im 19. Jahrhundert eigentlich auch die Wirtschaft und das Wirtschaftswachstum so stark ausgemacht und so stark geprägt hat. Ackermann selber war damals schon nicht mehr aktiv. Er ist 1880 verstorben, aber seine Firma, die gab es als Ackermann GmbH. Weiterhin. Im 20. Jahrhundert schließlich kam es jetzt zu einem wegweisenden Prozess, denn es entstand aus mehreren verschiedenen Granitbetrieben die mächtige Grassima. Entstanden ist dieses Unternehmen, dessen Name eigentlich im Fichtelgebirge bis heute noch fast jedem was sagt, damals im Jahr 1909. Dann haben sich zwölf privat betriebene Steinbrüche im Fichtelgebirge und eben auch mehrere verarbeitende Betriebe, darunter die Granit- und Marmorwerke Seusen, die Granitwerke Ackermann, die GA Bruchner Granitwerke in Wunsiedel und Heppenheim, das Granitwerk W. Franke und Reul am Bahnhof in Kirchenlamitz und eben die Wilhelm Wölfe Granit- und Synitwerke in Selb zusammengeschlossen. Daraus entstand die GRASIMA, die granit syenit marmorwerke aktiengesellschaft im Fichtelgebirge, ein gigantisches Konglomerat, das aufgrund eigentlich auch seines Gewichtes durchaus vergleichbar ist mit beispielsweise Krupp in der Stahlproduktion. Die GRASIMA war damals eines der größten granitverarbeitenden bzw. generell steinverarbeitenden Unternehmenskonglomerate in ganz Europa mit Sitz im Fichtelgebirge. Und es zeigt eben jetzt schon mal wieder ganz gut, dass die Leute damals nicht dämlich gewesen sind. Man verstanden, dass aufgrund eben des immer weiter ausgeweiteten Absatzmarktes, die zwischenzeitlich ja wie erwähnt die ganze Welt umfasste, der einzelne kleine Betrieb nur mehr schwer agieren und eben überleben konnte. Deswegen schloss man sich zusammen. Man bildete das, was man heutzutage ein Cluster nennen würde. Riesige Netzwerke also, bei denen aber dann auch alles gebündelt war. Vom Granitabbau bis eben hin zur Veredelung und dann über den Transport hinweg war damit alles unter einem Dach zusammengefasst und im Rahmen der Aktiengesellschaft hatte man natürlich auch für genügend Kapital gesorgt, um wachsen zu können. Die Grasima existiert dabei bis heute. Wenn der im Fichtelgebirge unterwegs scheit, stehen immer noch an vielen Steinbrüchen große Findlinge, auf denen eben das Firmenemblem Grassima zu sehen ist. Und das ist, auch wenn natürlich die heutige Firma von der Größe her nimmer mit dieser einstigen Aktiengesellschaft mithalten kann, trotzdem eben auch was, auf das man stolz sein kann. Ja, die Steinproduktion, die Steinverarbeitung, der Abbau ist bei uns eigentlich eines der ältesten Gewerke, die wir überhaupt nachweisen können und sie funktioniert nach wie vor. Ja, es gab im 20. Jahrhundert große Krisen, insbesondere eben deswegen, weil es ohne Blödsinn damals günstiger gewesen ist, Granit aus China zu importieren, als den eben vor der Einzelnen eigenen Haustür abzubauen, das ist also eigentlich genau das gewesen, was wir am Anfang gesagt haben, einmal umgedreht, ja, zwischenzeitlich also billiger auf dem Weltmarkt einzukaufen als vor der eigenen Haustür zu gucken, aber trotzdem gibt es diese Firmen immer noch, ja, und es gibt natürlich auch das Know-how und die Tradition, die damit verbunden sind. Und das finde ich toll, ja? denn das Fichtelgebirge ist damit bis heute eben auch sehr, sehr eng verbunden mit einem Industriezweig, der die Menschen nach wie vor m, auch sehr stark bewegt. Granit insbesondere und eben auch andere Gesteine, die hier vor Ort sind, die üben immer noch einen ganz besonderen Reiz aus. Ja? Und es ist natürlich am Ende auch ein ganz wichtiger Bestandteil der lokalen Identität, wie man es beispielsweise ähm, beim Steinhauer Denkmal bei Gefräß auch sieht, es erst vor kurzem ganz wunderbar hergerichtet worden ist. Noch einmal großes Lob an alle Beteiligten dafür. Das ist damals im 19. Jahrhundert aufgestellt worden, als man eben schon das erste Mal befürchtet hatte, dass diese handwerkliche Tradition verloren gehen könnte, um einfach ein Stück weit darauf hinzuweisen, Leute, vergesst uns nicht. Ja, wir waren auch einmal da, wir haben eigentlich unser ganzes Leben lang... Nur gearbeitet und gewerkelt, haben damit aber eben eure Kultur in gewisser Hinsicht ausgeprägt. Und wie gesagt, darauf dürfen wir im Fichtelgebirge stolz sein. Unsere Kultur ist vielleicht jetzt nicht unbedingt so strahlend wie eine südbayerische, ja, wo eben gigantische Brauunternehmen und Oktoberfeste stattfinden, aber sie ist doch bei weitem nicht schlechter als das Ganze. Im Gegenteil würde ich sogar sagen, sie ist vielleicht am Ende sogar ein bisschen authentischer, eben weil sie sich nicht so schmückt, sondern weil sie einfach so ist, wie sie ist und uns am Ende damit eben auch zeigt, wie wir ein bisschen sind. Wir, die wir heutzutage noch das Fichtelgebirge als unsere Heimat bezeichnen dürfen. Ich wünsche euch beim Entdecken der Spuren der Granitindustrie im Fichtelgebirge ganz viel Spaß und sage so bis zum nächsten Mal. Servus und Ade dabei.